Ja, ich möchte Ihnen heute was erzählen über Fehler beim Rechnen. Und Sie haben in der ersten Vorlesung, als wir uns die Modellierungen angeschaut haben, die Beispiele angeschaut haben, da war ganz häufig von Fehlern die Rede. Und wir wollen jetzt heute einmal definieren, was ist das eigentlich? Wir wollen uns anschauen, wie bekommt man Fehler in den Griff und wie kann man Fehler messen. Und dabei wird es uns um verschiedene Fehlerarten tatsächlich gehen. Ich bitte Sie, dass Sie heute parallel dazu immer das Lernskript mit dazu nehmen. Und da sehen Sie schon direkt am Anfang vier Fehlerarten aufgelistet. Zunächst mal haben wir den Modellierungsfehler. Der entsteht einfach dadurch, dass das mathematische Problem nicht der Wirklichkeit genau entspricht, sondern wir haben dabei vereinfachende Annahmen im Allgemeinen gemacht. Und das ist ein Modellierungsfehler, der sagt schon, das mathematische Modell, das wir uns anschauen, ist eigentlich schon von vornherein falsch. Dann haben wir den Diskretisierungsfehler. Der zweite Schritt war ja, dass wir aus dieser mathematischen Formulierung dann eine diskrete Formulierung machen. Das heißt, etwas, was man wirklich auf dem Rechner dann auch ausrechnen kann. Ja, da haben wir häufig sowas wie Zwischenschritte eingeführt oder so. Und es ist natürlich klar, das, was wir da machen, ist eine Approximation, ist eine Näherung. Dabei wird sicherlich ein Fehler gemacht. Dann in unseren Algorithmus gehen im Allgemeinen Daten ein. Daten, die mal irgendwann jemand gemessen hat. Das heißt also Messfehler. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Daten falsch sind und diese Daten bezeichnen wir im Allgemeinen als Messfehler. Und dann am Schluss, da haben wir dann auch noch das Problem, ich habe Ihnen das schon in der Einführung, in den ganz einführenden Beispielen mal gezeigt, ein Rechner rechnet nicht exakt. Und auch da entsteht also ein Fehler. Wenn wir auf dem Rechner rechnen, entsteht ein Fehler. Und auch diesen Fehler müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Um diese ganzen Sachen wollen wir uns heute kümmern. Und bevor wir das tun, müssen wir uns erstmal klar werden, was ist eigentlich Fehler, was meinen wir genau mit Fehler und wie wollen wir einen Fehler messen. Zunächst mal x irgendeine Größe aus dem R hoch n, mit der wir irgendwas anstellen wollen. Und wir nehmen an, wir kennen diese Größe nicht genau, sondern wir kennen nur eine Näherung x-Schlange, die sich um dx von x unterscheidet. Das heißt also, es gilt x-Schlange gleich x plus dx. Und ja, x-Schlange ist immer unsere Näherung. dx ist sowas wie der Unterschied zwischen der Näherung und der tatsächlichen Zahl, die wir eigentlich haben wollen. Und ja, und die beiden kommen natürlich auch aus dem R hoch n. Das lassen wir hier zu, dass das alles aus dem R hoch n kommt. Okay, das heißt also, dass dx und das x-Schlange, das steht sowas wie für den Fehler in den Eingangsdaten. Ja, das ist sowas wie der Messfehler, der in unsere ganze Rechnung überhaupt erst reinkommt. Okay, was interessiert uns aber? Uns interessiert nicht so wahnsinnig der Fehler, der reinkommt, sondern uns interessiert der Fehler, der hinten wieder rausgeht. Das heißt also, wir wollen vermutlich irgendeine Funktion anwenden auf dieses x, das wir haben. Das heißt also, eigentlich hätten wir gerne das y gleich f von x. X kennen wir aber nicht. Wir kennen nur eine Näherung x-Schlange. Das heißt, das Einzige, was uns bleibt, ist, wir rechnen halt das f von x-Schlange aus. Und das habe ich hier mal y-Schlange genannt. Das wäre der Unterschied zwischen Y und Y-Schlange, wäre der Fehler im Ergebnis. Den möchten wir gerne abschätzen, von dem möchten wir wissen, wie groß er denn tatsächlich werden kann. Okay, jetzt habe ich gerade schon von groß gesprochen, aber wir haben ja natürlich Vektoren aus dem R hoch n. Das heißt also, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, diese Zahlen abzuschätzen, einzuschätzen. Und dazu brauchen wir eine Norm. Ja, ganz einfach. Das heißt, uns werden Normen interessieren in diesem Kapitel. Und tatsächlich werden wir im vierten, fünften Teil dieses Kapitels, werden wir uns tatsächlich auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Was gibt es eigentlich für Normen? Was macht Sinn für Normen? Und wie können wir diese Definitionen hier auch weiter benutzen? Okay, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Norm gefunden. Stellen Sie sich vor, die euklidische Norm. Und dann haben wir zunächst mal den absoluten Wert von, also die Norm von dx, die Norm des Unterschieds von x und x-Schlange, das bezeichnen wir als absoluten Fehler. Dieser absolute Fehler ist häufig nicht besonders aussagekräftig. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben einen absoluten Fehler von 10
von einem Millimeter, wenn das Werkstück, das Sie eigentlich messen wollten, 10 Kilometer lang ist, dann ist ein Millimeter nicht viel. Wenn das Werkstück eigentlich 2 Millimeter lang war, dann ist ein Millimeter relativ viel. Das heißt also, wir werden immer diesen Fehler relativ betrachten. Das heißt also, wir betrachten die Norm von dx durch die Norm von x. Okay, das ist der relative Fehler. Und ist dieser Fehler manchmal ein bisschen schlecht auszurechnen, einfach deshalb, weil ich das x unten nicht kenne. Ja, also das x ist ja das, was wir nicht kennen. Alles, was wir haben, ist das x-Schlange. Und deshalb liegt es vielleicht ein bisschen näher zu definieren, definieren wir den relativen Fehler als Norm dx durch Norm x-Schlange. Das machen wir nicht, aber es gilt natürlich, oder es gilt, das kann man zeigen, es ist bemerkt im Lernskript, dass für dx gegen 0 konvergiert tatsächlich Norm dx durch die Norm von x-Schlange gegen die Norm von x durch Norm von dx durch die Norm von x. Das heißt, dann konvergiert wirklich der erste Term auch gegen den relativen Fehler. Und für kleine dx ist es tatsächlich so, dass die beiden in der gleichen Größenordnung liegen und im Lernskript ist eine exakte Abschätzung dafür tatsächlich angegeben. Das heißt, manchmal werden wir einfach statt dieses Norm dx durch Norm x, was ich manchmal schlecht ausrechnen will, einfach als Approximation das Norm dx durch Norm x-Schlange ausrechnen.